Willkommen zu einer neuen Folge von WoW Quest. Heute möchte ich euch einmal die Wiederverwertung vorstellen. Wenn ihr Wiederverwertung gewählt habt, bekommt ihr bei euren Missionen Gegenstände. Und dann möchte ich jetzt mal gucken, was ich bei den letzten Missionen bekommen habe. 10 sind zurückgekommen. Einen Moment. Auf den Tisch. So, gucken wir mal. Natürlich muss man die Mission auch bestanden haben. Bis jetzt sieht es ja gut aus. Aber ich schicke auch manchmal Missionen los mit einer sehr niedrigen Prozentzahl. Aber die Follower bekommen ja trotzdem Erfahrungspunkte. Bis jetzt habe ich euch jede Mission bestanden. Ich glaube, ein oder zwei habe ich dabei, die wahrscheinlich gescheitert sind. So, jetzt habe ich alle Missionen zurückgeholt bzw. abgerufen. Ihr seht ja auch große Kiste mit Bergungsgut. Wenn wir die Taschen aufmachen, auch hier 6 große Kisten mit Bergungsgut. Und die kann man nur in der Wiederverwertung auspacken. Da laufen wir jetzt mal hin. Meine Wiederverwertung ist Level 3. Das erhöht eigentlich die Chance auf gute Fundstücke. Jedoch hatte ich bisher eigentlich weniger Glück, muss ich sagen. Gut, für Follower war einiges dabei, aber für mich selber war jetzt überhaupt noch nichts dabei. Ja, da bin ich auch schon drüber. Die ist viel zu klein. Also wie ihr seht, bis jetzt noch nichts Besonderes, aber kann ja irgendwann mal kommen. Und was immer gut ist, ihr bekommt auch immer mal Waffenverbesserungen oder Ausrüstungsverbesserungen für eure Follower. Die sind natürlich wirklich klasse. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.